Hallo und herzlich willkommen hier in der Wunderkesselküche. Ich bin Kai und heute habe ich für euch ein Gericht aus der Kategorie vegetarische Pastagerichte leicht gemacht. Wir machen eine Tagliatelle mit Gemüse und nur damit wir uns nicht falsch verstehen, ich nehme schon fertige frische Tagliatelle aus dem Tiefkühlregal. Wir haben mal Nudelteig gemacht und wie das funktioniert, könnt ihr euch auch gerne in unserem Kanal anschauen oder in unserem Forum nachlesen, www.wunderkessel.de. Aber ganz ehrlich, das ist mir jetzt heute zu viel Arbeit. Deswegen nehme ich fertige. Wie unsere Gemüse-Tagliatelle funktionieren, das verrate ich euch jetzt. Als erstes habe ich für euch jetzt hier 50 Gramm Pinienkerne. Die rösten wir so ein bisschen in der Pfanne an, dass die ein bisschen schwarz werden. Das geht normalerweise relativ schnell. Da braucht man auch kein Öl reinzumachen. Aber ich lasse die jetzt einfach mal hier vor sich hin rösten, behalte sie ein bisschen im Auge und schaue, wie es weitergeht. So, das ging wirklich relativ schnell. Die sind jetzt auch schon so weit durch. Als nächstes kommen hier in unseren Topf zwei Schalotten oder auch kleine Zwiebeln, wenn ihr wollt. Schalotten sind natürlich ein bisschen geschmacksintensiver. Dann ein guter Teelöffel Röstzwiebeln. Ich mache gerne ein bisschen mehr. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, aber Röstzwiebeln finde ich super. Und eine Knoblauchzehe. Das Ganze natürlich 5 Sekunden Stufe 5 zerkleinern. Wir schieben das mit dem Spatel nach unten, geben Olivenöl dazu, so etwa einen Esslöffel. Auch das mache ich nach Augenmaß und dünsten das Ganze jetzt an. In der Aromastufe mache ich das immer 3 Minuten auf Stufe 1. Wir geben nun die restlichen Zutaten für unsere Soße hinzu, zu den gedünsteten Zwiebeln, Knoblauch, Röstzwiebeln. Das sind 200 Gramm Wasser. Dann geben wir hinzu 40 Gramm Tomatenmark, 100 Gramm Mascarpone. Ich vermute mal, man kann, wenn man keinen Mascarpone hat, auch Frischkäse nehmen. Das wird wahrscheinlich genauso gehen. Also eigentlich glaube ich, das geht auch ganz gut. Dann nehmen wir einen Esslöffel Speisenstärke, einen Teelöffel von unserem Suppengrundstock. Ihr könnt auch Gemüsebrühpulver nehmen, aber wie gesagt, wir machen es halt selbst. Cayennepfeffer für die gewisse Würze, allerdings nicht zu viel, da so etwa ein Viertel Teelöffel. Ebenfalls ein bisschen Salz, ein bisschen Pfeffer. Und natürlich noch die üblichen Klassiker für italienische Gewürzmischung. Als da wären Thymian, 1 Teelöffel. Basilikum, 1 Teelöffel. Oregano, 1 Teelöffel. Ihr wisst, was ich meine, oder? Das Ganze nun 5 Minuten auf Stufe 3, 90 Grad. Und dann ist unsere Soße auch fertig. Aber in der Zwischenzeit haben wir noch ein bisschen Arbeit. Denn wir werden jetzt gleich diese Zucchini in Scheiben schneiden und schon mal hier in der Pfanne anbraten mit etwas Öl. Bis gleich. Ich brate jetzt die Zucchini mit etwas Öl hier in der Pfanne an. Ich habe die geschält. Ich habe sie in der Mitte halbiert und dann in Scheiben geschnitten. Und dann können wir die schön heiß ein bisschen anbraten. Und dann kommen die frischen Tagliatelle dazu sowie die Cocktailtomaten, die ich ebenfalls schon halbiert habe, das sind 175 Gramm. Machen wir die Cocktailtomaten dazu. Die Zucchini sind jetzt schon so ein bisschen angebraten. Die brauchen halt ewig und die Tagliatelle machen wir ebenfalls dazu. Ah, noch kann ich sie zerpflücken. Die kleben ja immer so ein bisschen aneinander, wenn man die aus der Packung holt. Und unsere Soße ist auch gleich fertig. Die Pinienkerne kommen noch rein. Die hätte ich jetzt fast vergessen und dabei ist das so ein tolles Zeug, Pinienkerne. Die Soße kommt drüber. Dann wird das Ganze gut vermischt und 3 bis 5 Minuten bei mittlerer Hitze erwärmt. Und wie wir sehen, brauchen wir eine große Pfanne für. Und ich denke, damit sind unsere Gemüsetagliatelle auch fertig.
Ihr habt jetzt gemerkt, für unseren Kessel war das relativ wenig Arbeit, aber das darf ja auch mal sein, dass man den einfach zum Zuarbeiten nimmt. Man muss ja nicht immer nur One-Pot-Gerichte damit machen. Er ist ja auch wirklich für solche Sachen zum Zuarbeiten in der normalen Küche absolut geeignet. Finde ich jedenfalls. Wenn ihr das anders seht, schreibt es mir in die Kommentare. Wofür benutzt ihr denn euren Thermomix hauptsächlich? Das würde mich echt mal interessieren. Ja, seid ihr mehr interessiert an Sachen, die man zusätzlich zum normalen Kochen mit dem Thermomix machen kann? Oder wollt ihr One-Pot-Gerichte haben? Wollt ihr Rezeptideen haben, die nur mit dem Thermomix machbar sind? Schreibt mir das rein, das würde mich echt interessieren. Was mich aber auch interessiert ist, wie unsere Gemüsetagliatelle jetzt geworden sind. Riechen tun die schon mal sehr gut, sehr tomatig alles. Die Zucchini sind auch schön durch jetzt. Und die Tagliatelle aus dem Tiefkühlregal, aus dem Kühlregal, nicht aus dem Tiefkühlregal, die brauchen ja auch nicht so lange. Also, Zucchini ist da, die Soße ist da, wie gesagt, sehr tomatisch, sehr würzig. Muss ich sagen, mit Sicherheit auch ein Gericht, das Kindern besonders gut schmeckt. Und euch hoffentlich auch. Wenn ihr es nachgekocht habt, sagt mir mal Bescheid. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss und guten Appetit.